aus Las Vegas. 1899 Grad mal wieder hier heiß. Es ist wirklich so heiß, selbst für Las Vegas-Verhältnisse. Es ist so heiß, dass sich die Las Vegarianer kaum hier raustrauen. Also tagsüber geht hier kaum einer rum. Man kann tagsüber auch echt kaum was machen. Der Benny ist schon vorgefahren, auch zurück nach Deutschland. Der musste leider wieder nach Hause, hat leider keine Zeit mehr. Aber ich gehe jetzt noch nach L.A. mit dem Flieger von Las Vegas nach Los Angeles. Und mal schauen, was in der Stadt der Engel heute noch so ergeben wird. Kaum in Las Vegas am Flughafen, direkt mal die Ambulanz da. Hier kann man seinen Koffer auch draußen abgeben. Man brutzelt sich allerdings auch immer noch einen weg. Na, warten wir mal. Der Flughafen in Vegas ist auch der einzige, wo es komplette Spielhallen gibt, wenn man so will. Also wirklich Automaten noch und nöcher. Das ist Las Vegas. Hey, hallo. Hey, du da. Gerade noch schnell einen Burger am Checken hier im Wendy's. Mann, ich hab Hunger. Hallo. Das Lustige ist, dass die Amis überhaupt keine Mayo essen. Wir bestellen uns die immer extra dazu und die gucken uns immer komisch an. Aber Mayo zu den Pommes, ey, muss sein. Hier, Prost. Sorry. Security-Check ist geschafft und jetzt geht's mit der Bahn rüber zum nächsten Gate und dann abfliegen. Angekommen im wunderbaren Los Angeles und jetzt werden wir erstmal unser Köfferchen holen und ein bisschen ins Hotel düsen und mal gucken, was wir dann heute noch machen. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Hollywood, denn die Anna, die war noch nie am Walk of Fame. So, da sind wir auch schon im Taxi und der Buddy hier kommt aus Äthiopien. Hey! Kleiner Zwischenstopp jetzt hier im Hotel, ein bisschen frisch gemacht und jetzt zeige ich euch mal hier diesen coolen Blick, den ich hier habe. Sieht richtig nice aus hier vorne. Der Sunset Boulevard, hier auch nochmal der kleine Blick über West Hollywood und wir werden jetzt losziehen, ein bisschen nach vorne langlatschen, wahrscheinlich so die Walk of Fame, Hollywood sein und Pipapo. Ja, wird lustig und ihr kommt mit. Los geht's! Das ist übrigens der weltberühmte Viper Room. Da war ich auch schon drin, da hat man Johnny Depp gehört. Hier ist River Phoenix gestorben an Heroin. Die Settle Ranch, eigentlich ein Pflichtbesuch, wenn man in Los Angeles ist. Da kann man auch Rodeo reiten. Anna, Rodeo reiten? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir da, wo ich euch eigentlich hinbringen wollte, nämlich bei Carney's. Und da gibt's Hamburger, Hot Dogs, die besten Hot Dogs. Vielleicht kennt ihr diesen Wagen hier aus Film, Fernsehen, GTA oder Pipapo. Anna, hast du Hunger mal wieder? Ja, total. Bitte. Komm schnell rein. Die Anna ist so verfressen, man sieht's nicht, aber sie ist so verfressen, das ist unglaublich. Also das ist der Rote Baron jetzt, hier das ist mein Burger und die Anna ist natürlich noch am Futtern, ey. Sind das nicht die besten Hot Dogs? Die besten. Das sind die besten Hot Dogs. Echt die besten. Wow, wirklich. Also so einen Laden müsste man mal in Deutschland machen. Echt einfach ultra geil. So und hier noch ein Cheesy, wie gesagt, als Backup und ich hau mir jetzt auch mal was rein. Das hier ist der Rote Baron, benannt nach Manfred von Richthofen. Ihr kennt ja vielleicht Gigas aus dem Ersten Weltkrieg und er schmeckt extrem geil. Ist einfach die besten Hot Dogs. Oh, 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 oh. Stars auf dem Boden. Guck mal hier, wer denn hier alles ist so. Ah, Roger Ebert, kenne ich gar nicht. Shirley Booth, Tim Allen ist hier am Start. David Milch und was weiß ich, Anna Adrian. Und da vorne sind natürlich auch noch jede Menge andere und jede Menge Touristen sind natürlich auch am Start. Burt Reynolds. Hier nochmal der Schwenk über den ganzen Walk of Fame. Ohne Fame-Sterne natürlich, aber dafür mit lustigen Gesellen. Und wie gesagt, der ganze Bürgersteig ist hier voller dieser Sterne. Fetter Lambo, aber ich glaube, der Fahrer ist ein bisschen jung, oder?
Alter, was ist das für eine Pizza bitte? Mega groß. Boah. Ripley's, believe it or not, habe ich mal ein Video drüber gemacht. Heißt Freak Show in Los Angeles. Ziemlich krasser Laden. Da ist das Wax Museum und da kann man sich auch einwachsen lassen. Hahaha. Hier chillt der gute Keanu Reeves. Kennt ihr auch. Und da chillen sie, der gute Batman, die Star Wars Jungs, alle am Start hier, am Walk of Fame. Das hier ist das weltberühmte Dolby Theatre und da wird der Oscar verliehen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Video zur Star Wars Weltpremiere. Die war auch da drinnen und ich saß bei der Weltpremiere im Kino, Leute. Am Start! Woo! Das finde ich immer richtig beeindruckend, diese Typen, die dann irgendwie nachbauen und das scheint ganz gut zu funktionieren. Das scheint echt der Vollprofi zu sein, da sieht man das schon. Heftig! Hier ist übrigens Quentin Tarantino, da laufen die Leute gerade alle drüber, aber das ist einer der besten Regisseure überhaupt. Super Typ! Der Kerl hier hat eine Schlange um den Hals. Oh, der will ja den anderen andrehen. Oh, oh, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Die All-Stars! Woohoo! Und hier haben sich die ganzen Superstars in den Boden eingravieren lassen. Unter anderem Will Smith, die Harry Potter Leute sind hier. Auch alte Stars, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig kennen. Burt Reynolds kennen wir ja auch alle. Also das ist natürlich auch richtig, richtig weltberühmt. Ja, schön. Oh, kleiner Klassenausflug wohl hier ins Dolby Theatre von den Leuten. Und so sieht das hier aus. Und da vorne, Dave and Buster's, kennt ihr vielleicht auch, habt ihr schon von gehört, da, hier, richtig geile Spielhalle, da gibt's alles an Gaming-Automaten und so weiter. Und wir gehen jetzt darüber, wo die Leute stehen, denn von diesem Ort seht ihr das Hollywood-Sign perfekt. Da ist es, seht ihr klein da, das weltberühmte Hollywood-Sign. Ja, und da kann man theoretisch auch hingehen, zwar nicht direkt dran, aber da kann man einen kleinen Hike machen, also eine kleine Wanderung in die Berge hoch und dann wäre man auch näher dran. Machen wir jetzt aber hier nicht, zu anstrengend, sorry. Und wir verabschieden uns jetzt von diesem Video. Haben auch das Hollywood-Sign gesehen. Richtig geiles Hotdog gegessen. War ein super Video. Es wird noch vieles mehr von dieser wunderbaren Reise geben. Also stay tuned. Es gibt noch viele weitere Videos. Einfach mal in die Beschreibung schauen. Ansonsten abonnieren kann auch nicht schaden, um kein Video zu verpassen. Adios, amigos. Adios.